Moin Leute, willkommen bei Santa Claus in Trouble, einem kleinen Projekt für die Weihnachtszeit hier, für den Adventskalender. Und weil das Spiel mir leider ziemliche Probleme bereitet bei der Aufnahme, muss ich mir jetzt selbst eine Challenge stellen, und zwar darf ich nicht aufhören zu laufen, denn dann fliege ich leider auf den Desktop zurück und das würde bedeuten, die Aufnahme bricht wieder ab. Wie es jetzt leider schon ein paar Mal passiert ist, und dementsprechend hoffe ich, dass es vielleicht gerade klappt. Das Ganze ohne stehen zu bleiben zu schaffen, wird nicht unbedingt einfacher. Denn teilweise müssen wir eigentlich stehen bleiben. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das lösen soll. Ah, ich kann auf der Stelle laufen. Gut, das kann uns später helfen. Das kann uns später helfen, dieses Wissen. So, Santa Claus in Trouble ist ein Spiel, was schon was älter ist. Ich glaube, es ist aus dem Jahre 2002. Irgendwie sowas stand, glaube ich, im Startbildschirm. Und dementsprechend erwartet von der Grafik oder so nicht so viel, aber ich finde, gerade in der Weihnachtszeit kann man dieses Spiel eigentlich mal gut spielen. Oha, war das knapp. Und wie gesagt, ich darf nicht stehen bleiben, sonst bricht diese Aufnahme hier ab. Dementsprechend, je weiter wir kommen, desto besser ist das. Es soll sowieso nur ein einzelner Durchlauf sein, also je nachdem, wie weit wir kommen, kommen unterschiedlich viele Parts, und die ersten Level werde ich aber eigentlich schaffen, also das ist so mein Mindestziel. So, weiter geht's. Checkpoint und hier runter. Jetzt sterben wir. Wir sterben. Wir werden hier sowas von sterben. Ich lasse jetzt aus. Manche Sachen kann man nicht schaffen, ohne stehen zu bleiben. Oh, hier wollte ich vielleicht noch gar nicht hin. Wir können es jetzt gerade echt nicht mehr ändern. Uiuiuiui. Puh, das war das erste Level. Wir haben 14 Geschenke jetzt ausgelassen. Könnte ich das hier entspannter spielen, ohne immer auf den Desktop zu fliegen, würde ich auch versuchen, noch alle Geschenke zu sammeln. So kann ich das eigentlich von Anfang an schon knicken. Gut, ich muss jetzt nicht direkt dann die Geschenke loslassen. Gott, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier ziemlich hektisch gerade ist von der Steuerung. So, jetzt kommen noch Gegner mit ins Spiel. Aber jetzt gerade ist noch alles gut. Es wird noch problematisch werden, gerade weil wir ja nicht stehen bleiben dürfen. Das macht man vielleicht immer mal so ganz gerne einfach so. So ein bisschen. Und wenn es dann härter wird, dann bleibt man halt doch nochmal stehen. Aber jetzt so nirgends stehen bleiben zu dürfen, ist schon hart. Muss ich sagen, es ist hart. Deswegen hofft einfach, dass ich möglichst weit komme. So, hier wollen wir natürlich auch hoch. Ich will trotzdem möglichst viele Geschenke sammeln. Aber es werden definitiv nicht alle sein. Das habt ihr schon im ersten Level gesehen. Jetzt verarsch mich doch nicht, Geschenk. So, die dürfen wir leider nicht berühren. Aber die Geschenke möchte ich. Und die Geschenke möchte ich. Und da waren noch welche, oder? Ja. Sogar ein extra Leben wieder. Und hier, und hier, und hier. Es läuft besser, als ich gedacht hätte. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich hier echt
nie richtig stehen bleiben kann. Also ich kann zwar auf der Stelle laufen, aber das bringt mir nicht unbedingt zu viel. Wir haben 70 von 96 Geschenken. Das wäre es noch, wenn wir hier sogar noch alle Geschenke kriegen. Das wäre ganz toll. Hier hoch. Ich habe das Spiel früher viel gespielt. Na, viel nicht, aber ein, zweimal. Dementsprechend weiß ich zumindest in den ersten Leveln recht gut, wo die Geschenke sind. Und wir haben alle. Dann können wir ja ins Ziel. So, erstmal wieder die Maus suchen. Und dann ab ins nächste Level. Uiuiui, da wären wir fast schon runtergefallen. Konnten es aber gerade noch so retten. Und hier ist wieder so ein Geschenk, was man nur im Zurückgehen sich holen kann. Immer ein bisschen nervig, aber ist in Ordnung. So. Hier geht's weiter. Und die Geschenke haben wir auch. Ihr merkt schon, ich muss gerade so ein bisschen immer aufpassen. Ich bin gut dabei zu sterben, glaube ich, demnächst. Mal schauen. Aber bisher ist alles gut. Hier dürfen wir uns jetzt bloß nicht treffen lassen. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's, glaube ich, schwer. Denn hier brauche ich eigentlich ein bisschen Präzision. Hier können wir uns noch ein extra Leben ergattern, aber erstmal will ich hier natürlich auch noch diese ganzen Geschenke hier einsammeln. Und die. Das extra Leben. Dieses Geschenk. Und die haben wir alle. Oh. Ich dachte, da wäre noch irgendwo eins, aber wir haben es gesammelt, scheinbar. Ja, und da hat mich die Maus getötet. Dieses ewige Laufen, das macht das Spiel so viel schwieriger. Und hier bringt es ja nicht mal was, auf der Stelle zu laufen, auf dem Eis, weil du rutschst ja trotzdem einfach weg. Du rutschst einfach weg. Kannst du nichts machen. So, schaffen wir den Sprung? Ja. Und hier hinüber, darauf, darauf. Und dafür hasse ich jetzt das Spiel schon. Zack, aber, ich bin gar nicht so schlecht. Ich bin gar nicht so schlecht. Huhuhuhuhuhuhu. Huhuhu. Und da sind wir leider gestorben. Denn auf den Viechern dürfen wir leider nicht landen. Wir sind fast schon wieder da. Jetzt müssen wir hier das nur richtig timen. Und fallen runter. Ich habe irgendwie gerade die Sorge, dass wir langsam unsere Leben verlieren. Langsam aber sicher werden wir an dieser Stelle scheitern. Oder hier. Ach, ist es nicht schön, wenn man nicht stehen bleiben kann? So. Ich bin froh, dass ich auf der Stelle laufen kann, sonst wäre diese Stelle hier schon unmöglich.
Gut. Das ist jetzt nicht ernst. Och, komm. Weil ich mich nicht nach vorne bewegen konnte. Und jetzt schaffe ich den Sprung nicht. Wir werden sowas von an dieser Stelle scheitern. Ich dachte eben eigentlich, ich würde es jetzt schaffen. Und das Fiese ist ja, wir sind fast beim Ziel. Da hinten ist ja das Ziel von diesem Level. Wir scheitern ja die ganze Zeit gerade genau vor dem Ziel. Aber das ist auch die Stelle, an der ich früher immer gerne hing. Eine schön fiese Stelle. Und das war dämlich. Hey! Wir sind gescheitert. Können wir weiter? Was passiert, wenn ich jetzt auf Weiterspielen drücke? Oh, wir sind wieder in diesem Level. Dann würde ich mal sagen, laufe ich hier jetzt diesmal durch. Ihr wisst ja, wo die Geschenke sind. Ich brauchte jetzt nicht eigentlich nochmal einsammeln. Ich hatte ja bis auf 2, 3 schon alle. Und scheitere jetzt sogar hier. Ich will eigentlich noch einmal kurz versuchen, ein bisschen nach da hinten zu kommen. Vielleicht schaffe ich es ja mit meinen paar Leben. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ist halt nicht so einfach, wenn man nicht stehen bleiben kann. Aber ihr könnt euch natürlich das Spiel selbst einfach mal laden. Es gibt's kostenlos im Internet. Einfach mal googeln und dann rein in die Action. Vielleicht heute sogar. An Weihnachten. Einfach mal eine kleine, gemütliche Runde spielen. Ich hole mir das extra Leben. Denn dann habe ich noch einen Versuch mehr. Jeder Versuch kann mir hier das Leben schöner machen. Vielleicht schaffen wir es. Und scheitern dann am Anfang des nächsten Levels. Und ich glaube, wir sind schon wieder an der Stelle, oder? Also wenn man einfach nur durch die Level durchläuft, sind das natürlich kurze Level. Muss man einfach so sagen, aber wenn man wirklich alles einsammeln möchte, dann hat man schon ein bisschen mehr zu spielen. Und das Schöne ist ja auch, die Level werden anspruchsvoller. Und anspruchsvoller. Und anspruchsvoller. Und ihr fragt euch irgendwann, was mache ich hier bloß? So, jetzt sieht's aber gut aus für uns. Sieht verdammt gut aus, wenn da jetzt nichts von hinten kommt. Nö. Dann kann mich nur noch die Maus töten. Kann sie aber diesmal auch nicht. Und dementsprechend können wir weitermachen mit Level 4. Ich bleibe jetzt einfach mal bei meiner Taktik. Ich sammle nicht mehr jedes Geschenk. Denn ich weiß, dass ich sowieso durch den Schwierigkeitsgrad gleich sterben werde. Aber dieses extra Leben wollen wir uns auch nochmal holen. Ist gut, wollte ich so. Natürlich wollte ich das so. Ich will es ja auch spannend machen. Was da hinten? Nur ein paar Geschenke. Ich bin der Weihnachtsmann, ich habe genug Geschenke. Wobei, nee, eigentlich muss ich sie jetzt gerade wieder alle sammeln. Und lauf genau unter den Geschenken durch. Ich weiß gar nicht, ab wann die richtig anspruchsvollen Level kommen. Und ob wir dorthin kommen. Aber ich wäre schon froh, wenn ich überhaupt dieses Level noch überstehen könnte. Ich weiß noch nicht, wie viele Geschenke ich schon ausgelassen habe. Und da hinten sehe ich ein extra Leben.
Da müssen wir rechts abbiegen. Gut. Soweit, so gut. Da hinten gibt es ein Extra-Leben. Und hier. Und zurück. Flupp. Schaffen wir sogar. Ich glaube, da hinten ist schon das Ende des Levels. Wo? Und da kann man runterfallen. Steuerung. Nein! Steuerung. Wo? Da lang. So. Ja, es könnte problematisch werden jetzt. Ach komm. Ist doch jetzt nicht euer Ernst. So. Und dieses Level haben wir doch noch geschafft. Das freut mich. Dann kann ich jetzt noch Level 5 versuchen. Und jetzt wird's fies. Jetzt müssen wir schnell sein und... Oh. Ja, die Plattform sinken. Und ich habe es irgendwie ziemlich doof gerade gemacht, weil jetzt beim zweiten Mal war es recht einfach. Und ich wusste ja beim ersten Mal schon, dass sie sinken. Und da hinten gibt es ein extra Leben. Ein schönes extra Leben. Dieser Eisblock stört mich jetzt recht wenig, weil ich sowieso immer in Bewegung bleiben muss. Da gibt es nichts. Und dann hierhin. Hierhin. Hier. 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 Hier rauf. Und hier hin. Und da sind Schneemänner. Hier landen. Da hinten ist eine Glocke. Eine Fahne. Zu der müssen wir auf jeden Fall jetzt hin. Nein! Genau dem Schneemann in die Arme gesprungen. Wie dämlich. So. Das hätten wir. Es ist vorbei. Ah ja. Müssen wir den Namen angeben? Ja. Also hier oben steht's. 29. November 2002. Version 1.1f. Naja. Ich würde euch trotzdem empfehlen, ladet euch das Spiel einfach mal runter, schaut es euch selbst an, es macht auf jeden Fall Spaß, vor allem wenn es dann in die hinteren Level geht, wird es knifflig und ist auf jeden Fall so für Weihnachten wirklich ein schönes kleines Spiel. Vielen Dank fürs Dabeisein.